Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sherlock Holmes Crunch. Nee, wie heißt das? Crimes and Crimes Punishment. and Punishments, genau. Crunch ja, genau. Ja, wir sind hier immer noch den Fall hier am verfolgen und ja, haben uns ein bisschen schwer getan, die passenden Beweise zu finden, aber wir haben es am Ende des Tages dann doch noch geschafft. Wir müssen jetzt als nächstes hier den Jungen wieder befragen. Ja, jetzt pressen wir crunchy und spicy hier mal die Wahrheit aus dem raus. Genau, richtig. So, dann hauen wir rein hier. Quatsch immer voll. So, schauen wir mal. Aha. Was? Da. Ja, das sind dann, dieses Grüne ist dann quasi der Hinweis, den wir gefunden haben im Archiv. Den klicke ich jetzt an. Denke ich Ja. mal, oder? Ach nee. Das ist schon Was? wieder die Untersuchung. Okay, mach mal. Oder guck mal. Die haben wir ja schon abgeschlossen, steht ja. Wir haben ja rechts alles gefunden, Charakteranalyse Ja. abgeschlossen. Dann war das jetzt nicht das Ach so, Richtige. okay. So, dann drücke ich mal Kreis. Well, I will see you soon, young man. Hä? Ja, irgendwie komme ich immer noch nicht mit dem Gameplay klar, ne? Da ist ja Dawson Nelligan. und Neeligan. Ja, dann drücke ich mal X. I have heard the story of Aha. Dawson and Nelligan. The West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Ja, Interesting. genau. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Das hat er gut gesagt. Zu Ah. guter Letzt können wir doch einen Fortschritt verbuchen. Well, So, also, der Peter Nelligan war quasi Kapitän in den Gewässern Norwegen, ne? Und der, nein. dem. Und dem sein Vater ist da verschwunden. Der Peter, der Nelligan ist ja sein Vater. Ja, ich meine der Und Carey, der der Verstorbene ist, war Carey war der Captain Kapitän in und der Nelligan hat bei ihm angeheuert. Nigi. Und jetzt Genau. sollen wir die Logbücher nochmal untersuchen. Dann machen wir das doch. Hast du die Ein nicht bisschen im Archiv? Musik. Guck mal, geh mal auf Nee, deinen Monitor. die haben wir bei dem stehen lassen. Die haben wir nicht mitgenommen. Untersuchen Sie den Mord. Also, sondern die anscheinend kennengelernt haben, welche Rolle spielt in diesem Fall? Das Logbuch für das Jahr 1983 könnte Licht in das Dunkel hinsichtlich der Verbindung, bla bla bla. Wir hätten ja auch gar nicht gewusst, in welches Jahr wir hätten reingucken müssen. Das wissen wir ja jetzt erst. Deswegen Okay, müssen wir wieder nach Woodman's Lee. bemerken wir, dass die Oder? Arbeit eines Detektivs einen immer wieder zu den Orten zurückführt. Na gut, du musst halt immer wieder hingehen und ja. So, das ist wie Malen nach Zahlen, weißt du? Du musst immer Punkt für Punkt verbinden. Ja. Okay, dann direkt rein in die Hütte da. Die Logische. 1883. That's the one I need. Okay. This is the crew list of the Sea Unicorn. Aha. So, warte mal. Peter Carey, Kapitän. Wo haben wir denn den... Suchen Nelligan, ne? Der ist hier Genau. noch nicht drauf. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Aha. Die wurden rausgerissen. Okay, warte, Dienstag, 2. August, recht stürmischer Wind den Log Tag und die notes for Nacht. August.
Nee, die wurden nicht. Das sind die rausgerissenen Seiten, die den interessieren. Nicht das, was da steht. Ja, aber vielleicht bringt das trotzdem Canadian aus. Pacific Railway. Klick auf. CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Oh ja. Also dieses CPR ist auf jeden Fall eine Abkürzung, die auch in dem Notizbuch vorkam. Ja, ich, ne? Besatzung der Sea Unicorn finden. Ja, und da haben wir ja, also wir hatten ja jetzt in dem Buch, können wir das ja nochmal aufmachen, glaube ich. Verwenden. Also das ist hier das CPR, genau. Und hier stehen ja die Leute drin, die auch da angeheuert hatten. Ah, und das ist hier für Wiggins. Dann müssen wir wieder zu dem Polizisten. Ah, okay. Das heißt, wir müssen wieder zurück nach Hause. Und das müssen wir wahrscheinlich auf das Notizbuch anwenden. Ja. Gut. Also würde ich erst nach Hause gehen? Wiggins könnte bei der Suche nach der Besatzung des Sea Unicorn helfen. Er müsste irgendwo in der Baker Street sein. Ja. Leute, falls das hier wieder im Ton, wenn Son Goku redet, knackt, ne? Das ist wieder das mit der PlayStation-Chat. Keine Ahnung. Irgendwie hat PSN da ein richtiges Problem. Das habe ich jetzt seit Wochen und es nervt mich selber. Sorry dafür, da kann ich leider nichts dran ändern. Stellt euch einfach vor, ich bin von der Schallplatte. Das genau. Das knistert auch immer so schön. Ja. Hast du das auch, wenn ich rede? Ja, tatsächlich. Es fällt mir zwar weniger auf, jetzt nur wo du es sagst, aber ich hab's auch. Ja. Gehen wir in die Baker Street? Denke ich. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Das ist seit ein paar Wochen. Ich guck mal gerade, ob wir noch Herleitungen haben. Geht. Nee, keine Leute. Auch bei dem Notizbuch holen nicht? Nee, ne? Ach so. Da konnte man. Nee, das. Da stand jetzt nur Notizbuch holen. Notizbuch öffnen, ne, ja. Ich guck gleich nochmal rein, falls wir können. Bevor der jetzt in die Baker Street reingeht. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbor. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The Secret Police Division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ah, okay. Die guten alten Zeiten. Ja, man muss ja so ins Fenster guck gehen. Ich guck jetzt trotzdem gerade nochmal hier rein. Da ein Notizbuch holen. Ach so. Ja. Achso, aber das, was hier oben eingeblendet war, das war, glaube ich, nur wegen der Kutsche. Weil in der Kutsche immer beide Sachen eingeblendet werden. So, dann rufen wir mal Wiggins. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Okay. Gut, das haben wir schon mal soweit erledigt. Mhm. Dann sollten wir zu Scotland Yard. Lestrade könnte neue Informationen zu dem Fall haben.
Wir müssen ja sowieso zu Scotland Yard, weil wir ja da in dieses Notizbuch da reingucken müssen. Ja. Die Karte. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Also, ja. Dann schauen wir noch mal, was uns jetzt da erwarten wird. Das ist eine Hin- und Her-Reiserei, geht ja gar nicht. Aber das ist recht kurz, das geht eigentlich. Ja, die Ladezeiten sind in Ordnung. Da kommt man mit klar. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room. At your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Wie der das immer sagt, so manchmal, ne? Dieses breathtaking. So voll hochnäsig, so von wegen, naja, komm. Liam Hurtleys persönlichen Gegenstände untersuchen. Geh erstmal da rein. Ah, warte mal. Ah. Wird jetzt erstmal kurz die Sachen mit dem CPM da vergleichen. Genau. CPR oder was war das? Ja, mit dem Wertpapier. Genau. CPR da. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Aha. Gut, das haben wir schon mal. Da ist auch ein neuer Hinweis rechts oben jetzt eingeblendet, ne? Ja, mach mal. Warte mal. Vielleicht können wir noch andere Hinweise sammeln, bevor wir dann wieder anfangen, die zu verbinden. Jetzt gucken wir uns erstmal Hurtleys Gegenstände an. These are the suspect's belongings. Stiefel. Liam Hurtley's old boots. Ah. They're a size 9.5. Die können wir nochmal mit den Fußspuren vergleichen wahrscheinlich. Ja, ja. Voller Flecken. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Okay, dann müssen wir dann wahrscheinlich an unseren Tisch führen. A pen. Nothing unusual about it. Okay, jetzt hat er mich wieder automatisch rausgeschmissen. Okay, das haben wir erledigt. Jetzt die Frage, gehen wir erst nach Hause oder befragen wir den Topos erstmal? Ich glaube, ich würde erstmal befragen. Schon mal hier sind. Ja. Gucken wir mal, was er zu sagen hat. So, du steckst mittlerweile da. Ne, du bist Liam Hurtley. Da sitzt du. Den Jungen haben sie freigelassen. Okay. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you, but you're not getting any more than that. Well, we shall see. Dann untersuchen wir den mal. Aha. Da. Narbe.
Rote Narbe, okay. Was gibt's noch? Da ein Lappen. Meise. Was auch immer das ist. Pflanzenreste? Oh. Also in dem Garten. Scheinbar. Hände eines Gärtners. That's all for now. Okay. Also würde ich jetzt erstmal wieder nochmal. Sammeln, ne? Nach Hause. Nee, nicht nach Hause. Erstmal nochmal zu dem Tatort die Stiefel in die Fußabdrücke drücken. Okay. Das wäre so jetzt meine Idee. Ja. Also vielleicht finden wir jetzt da auch noch irgendwas, was wir sowieso dann noch irgendwie zu Hause oder wo auch immer. Ah, guck mal hier. Ich öffne mal hier gerade die Herleitung, genau. Finden wir ein abgerissenes Stück eines Wertpapiers, das in Peter Careys Hütte gefunden wurde. Beweist, dass Wertpapiere der Firmen, die in Nelligans Notizbuch aufgelistet sind, irgendwann zuvor ebenfalls dort waren. Okay, dann würde ich fehlende Wertpapiere mit Einbruchsversuche verbinden. Haben wir hier ein neues. Das, die Einbruchsversuche hätten sein können, wahrscheinlich um das Notizbuch zu holen oder die Wertpapiere, ne? Okay. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Suche nach Wertpapieren. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Careys Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit am Tatort. Ich würde auf Notizbuch holen. Tippen. Worum geht's denn jetzt hier überhaupt? Hauptsächlich um einen Mord. Nein, ich meine in diesem, jetzt speziell in diesem Gedanken hier, worum geht's da? Weil das Notizbuch würde ich jetzt nicht sagen, dass es darum ging, weil das wurde ja quasi fallen gelassen, nachdem der schon tot war, ne? Deswegen hatte das ja auch Blutflecken. Ansonsten wäre das Blut ja quasi drumrum gelaufen. Das hatten wir ja irgendwann mal festgestellt. Mhm. Sprich, warum sollte der Mörder nochmal zurückkommen, um das Notizbuch zu holen, wenn das schon an der Stelle gesehen und fallen gelassen hat? Also geht's ja eigentlich um die Einbrüche, dass tatsächlich Nelligan auf der Suche nach den Wertpapieren war, oder nicht? Aber ich weiß sowieso noch nicht, ob also wir können ja immer wechseln hier zwischen. Mhm. Und irgendwann, wenn wir mal richtig liegen, dann verbinden die sich ja wahrscheinlich, ne? Würde ich jetzt mal so fast behaupten, ja. Geht der bei großer Kraft, geht da jetzt noch irgendwas? Nee, da können wir halt nur die Ach so, das ist nur das. Okay, alles klar. Es wird wahrscheinlich noch mehr dann. Gucken wir erstmal weiter. Und ob wir richtig kombinieren. So. Jetzt kombinieren Stiefel, wir erstmal Stieflein. Die Stiefel mit der... Nee, wie war das? Wie war das in dem Märchen? Stieflein, Stieflein an der Wand wird's wohl nicht sein. Press the Stiefel in der Fußstapfen. These boots passt, match, ne? The footprints exactly. Aha, guck an. Ja gut, aber er ist der Gärtner. Das beweisen wir quasi damit. Denke ich mal. Er ist Gärtner, aber die Frau hat uns gesagt, dass sie keinen Gärtner hatten, dass ihr Mann das alles selber gemacht hat. Stimmt. Also kein Gärtner und heute Stiefelabdrücke. Ergibt. Ungeklärt Anwesenheit. Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodmans Lee, was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gäbe keinen Gärtner in Woodmans Lee. Die haben doch gepoppt. Ey. Ja, nicht? Ich meine, sie hatten eine Liebschaft. Das hört schon besser an. Denk an meine Monetarisierung, bitte.
Ja. Ich würde die Olle noch mal befragen. Ja, genau, dann müssen wir die jetzt noch mal damit konfrontieren, ne? Gibt's denn hier in der Hütte gibt's jetzt nichts mehr, glaube ich, ne? Bis jetzt zumindest noch nichts, was wir brauchen. Aber das kommt ja vielleicht noch. Aber ich würde jetzt dann noch mal die alte fragen, da, weil die irgendwie, weißt du? Ich zähle jetzt mal eins und eins zusammen, ja? Die ja. Hatte was mit dem, sagen wir es mal, mit dem Hurtley. So, und sie ist scharf auf die Wertpapiere gewesen, beziehungsweise, dass die beiden dann irgendwie da gemeinsame Sache gemacht haben. Nee, ich glaube eher, dass sie nur nicht wollte, dass das rauskommt mit dem Hurtley und das trotzdem aber nichts mit allem anderen zu tun hat. Hm. Egal, also reden Mord ist. Liam Hurtley. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Schlecht gelogen. Ja, vor allem wie die mal so reagiert und guckt, ne, da könnte ich direkt ausrasten. Dann sage ich direkt so ähnlich schuldig. So, gucken wir mal. Einen Hinweis hatten wir, glaube ich, nicht. Ne? Raucht nicht, fehlende Wertpapiere, fehlende Blechkiste. Nee, okay. Dann nach Hause und die Sachen untersuchen. Und hier eine Verbindung können wir auch nicht herstellen. Genau. Alter, das ist voll verzwickt. Da kommen immer mehr Personen rein, die irgendwie, keine Ahnung, jeder hat da irgendwie Dreck am Stecken. Die wissen auch selber nicht, was sie tun. Denn sie wussten nicht, was sie tun. Tja, so ist das im Leben. Jeder hat Geheimnisse. Mhm. Na, geh direkt mal hinten an den Tisch, würde ich sagen. Oder? Können wir mit denen nochmal reden? Ah, nee, lassen wir mal Tee trinken. So, Hurtleys Brief wiederherstellen. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all seven reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Okay, hast du das jetzt gemerkt? Okay. Ja, das steht ja da. Also die orangene, die haben wir zweimal. Die farblose haben wir auch zweimal. Die blaue haben wir zweimal und eine grüne. Ja, aber da sind auf dem Ding sind zwei Fragezeichen. Und der hat jetzt gerade was erzählt? Ja. Wir haben insgesamt also sieben. Und die müssen wir alle verwenden. Das war das Erste, was er gesagt hat. Dann muss die orangene, also nach der zweiten, also wenn die blaue verwendet wird, müssen zwei andere verwendet werden und dann die orangene. Und nach der orangenen muss unmittelbar die weiße verwendet werden. So. Sprich, wenn wir mit der blauen anfangen würden, müssten wir dann eine weiße und eine grüne benutzen? Ja, aber welche zuerst? Die weiße oder die grüne? Ja, Moment. Das wollte ich ja gerade durchspielen. Also, wenn wir mit blau anfangen und dann weiß und grün, dann müssen wir die orangene nehmen und nach der orangenen wieder eine weiße und zum Schluss wieder, was haben wir dann noch übrig? Blau. Noch eine blaue und eine orangene übrig, ne? Nee, warte mal. Nee. Du fängst mit blau an, machst grün und, was hast du gesagt? Weiß? Grün und weiß. Dann orange. Dann orange. Dann müssen wir die weiße nehmen, dann haben wir noch eine blaue. Und eine orangene übrig. Und eine orangene übrig.
Das Ding ist aber, guck mal, wenn du dir das Bild da anguckst, ne, da sind bei den ersten... Achso, ne, das ist nur die Anleitung, dass wir da alle rein müssen, oder was? Genau, dass 7 Stück rein müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Das Ding ist aber, die Reagenzgläser, die da unten aufgemalt sind, sind nur 6. Wo? Guck mal auf dem Blatt, du hast ja oben diese Liste. Ja, ja. Das. Du musst das hier als 3 Reihen sehen. Das, die erste Reihe bedeutet, du musst alle 7 Stück verwenden. Das hat er ja auch gerade gesagt. Ja. Die zweite Reihe bedeutet, das Orangene muss nach der blauen, aber. Also nach der blauen müssen 2 andere verwendet werden und dann die Orangene. Ja, so, aber. Die dritte. Ja, ich weiß, dass das hier nur 6 sind, aber Das ist doch egal. Weil hier oben die erste Regel heißt schon, du musst 7 verwenden. Das ist nur die zweite Bedingung und die dritte Bedingung. Okay, mach mal. So. Sollen wir das mal probieren einfach? Ich fange mal mit der blauen an, ne? So, jetzt müssen wir 2 andere Farben verwenden. Grün und Weiß, dann eine orangene. Danach zwingend wieder die weiße. Und jetzt ist eigentlich egal, ne? Dann haben wir noch 2 übrig. Achso. Falsch. Oh, ah ja. Ah. Ich glaube, jetzt checke ich das auch erst. Die Bedingung ist nämlich... No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Das, nicht jede Bedingung muss einmal erfüllt werden, sondern immer erfüllt werden. Also nach jeder Orangenen muss eine weiße benutzt werden. Hm. Geh nochmal auf die Anleitung, bitte. First condition. Also erste Bedingung, alle 7 Chemikalien müssen verwendet werden. Zweite Bedingung, genau, die orangene muss die dritte nach der blauen sein. Das heißt, wir haben 2 blaue und 2 orangene. Immer wenn wir eine blaue verwenden, muss die dritte eine orangene sein. Und nach jeder orangenen muss eine weiße benutzt werden. So. Das heißt, die weißen dürfen wir immer erst nur benutzen, wenn wir die orangene verwendet haben. Richtig, und die blaue kann demnach nicht die erste sein. Also richtig. Ist demnach die erste die grüne. Oder? Nee, warum kann die blaue nicht die erste sein? Weil so die dritte nicht die orangene dann ist, weil dann wird die zweite die orangene. Ja. Also musst du grün, blau, orange, weiß. Nee. Nachdem ich die blaue verwendet habe, muss die dritte die orangene sein. Da kann ich ja nicht blau-orange machen. Dann ist ja die erste nach blau-orange. Das geht ja auch nicht. Geh nochmal auf die Anleitung mit. Ich will noch einmal lesen. First condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Also, das heißt... Ah, warte.
Dann ist es blau, grün, orange, weiß. Dann ist die orangene aber die zweite nach blau. Das geht ja auch nicht. Ach, stimmt. Wir könnten höchstens versuchen, blau, 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 grün, orange, weiß, orange, weiß. Dann müssten wir eigentlich die Bedingungen erfüllt haben, oder? Entweder so oder blau, blau, grün, orange, ja, orange, doch. Weiß, weiß. Nee, auf jeden Fall so, weil wenn wir blau, blau nehmen... Ach, du hast ja jetzt genau dasselbe gesagt wie ich, oder? Nein. Doch, blau, blau, grün, orange, weiß, orange, weiß. Nee, ich hab gesagt... Ja, und ich habe gesagt, blau, blau, grün, orange, orange, weiß, weiß. Nee, dann hast du ja zweimal orange hintereinander. Und nach orange soll ja immer weiß kommen. Ach so, ja gut, dann müsste es so sein. Also, blau. Blau. Wobei, ich glaube, blau, grün, blau ist, glaube ich, egal. Nee. Weil nach dem zweiten blau muss das dritte auch wieder orange sein. Deswegen, also, blau, blau. Oh, verdammt. Nein, du hast recht. Wir hätten erst grün nehmen müssen. Egal, mach mal. Zieh mal durch. So, jetzt nach dem... Jetzt ist das dritte nach dem ersten blau-orange. Ja, genau. Ich hab's genau falsch gemacht. Verdammt. Dann weiß... Kann man nicht... Ah, zurücksetzen. Ah, sehr gut. Ich bin mir sicher. So, jetzt aber. Blau. So, jetzt der Puffer. Grün. Dann das zweite Blau. Und dann muss das... Ist der dritte nach dem ersten Blau und das erste Orange. Und nach dem Orangen muss ein Weißes kommen. Dann hast du den zweiten blauen als drittes orange. Genau. Und dann kommt der letzte. Jetzt hätte ich gerne ein positives Ergebnis. Done. Tada! Now I can proceed further. Ja, ich hätte Chemiker werden sollen. Ja, wir hätten nur zweimal die Hude in die Luft gejagt. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. So, okay, wir müssen das also hier frei rubbeln, ne? Mhm. Wahrscheinlich. Na, wie fühlt sich die Steuerung an? Ja, ich wollte gerade sagen, also Holmes war irgendwie koordinatorisch nicht so begabt, ne? Okay. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast, aber ich bitte dich, überleg es dir. Twitter? Und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses getan, für das du mich... Ach, das okay. Ist Hurtleys Brief an... Wahrscheinlich an die Frau. Und wahrscheinlich geht es um die Kiste, die da fehlt, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ah, okay, der ist eingebrochen, hat die Kiste geklaut. Und hat die wahrscheinlich im Garten vergraben, würde ich mal annehmen. Aber wir werden sehen. So, also den Hurtley können wir noch fragen wegen der Stiefelabdrücke im Garten, ja, die dazu passen. Der Brief, den Hurtley an seine verhafteten Beide tut, ein Teil des Textes wurde mit Hilfe einer chemischen Lösung erfolgreich wiederhergestellt. Da können wir den auch nachfragen. Und die Frau erfragen. Ja, das.
Genau, wir wollen die Armee für dich jetzt für ein ruhiges Leben und arbeite als Gärtner vielleicht in Woodmans League. Ja, und da müssen wir eigentlich noch den anderen Typen fragen, ne? Den anderen Verdächtigen. Der hat, das war ja dem sein Notizbuch. Alter, andere Verdächtige, der ist doch nicht mehr da, der Junge. Ja, gut, aber das war ja dem sein Notizbuch hier. Das war ja dem seine Initialen drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat ja immer noch irgendwas damit zu tun. Den werden wir wahrscheinlich nochmal wiedersehen. Geh mal auf den ersten Punkt, was ist das? Der erste Punkt ist immer, was wir jetzt als nächstes machen. Achso. Was versucht er zu verheimlichen? Ja, das versuchen wir jetzt mal aus dem rauszuquetschen, ne, mit unseren neuen Indizien. Ja, würde ich sagen, quetschen wir das in der nächsten Folge aus dem raus, oder? Ja, sind wir schon wieder so weit? Ja, wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Ich habe jetzt gerade nochmal oben rechts gesehen, dass hier uns ja ein neuer Hinweis hier eingeblendet wird. Ah, okay. Dann gucken wir da nochmal. Und das ist, Liam Hurtleys Brief. Und die fehlende Blechkiste, würde ich verbinden. Ja. Nein, leider nicht. Fehlende Wertpapier? Auch nicht. Und Peter Curry raucht nicht? Auch nicht. Okay. Dann haben wir das mal ausgeschlossen, aber den Hinweis werden wir das nächste Mal dann auf jeden Fall gebrauchen können. Ja, denke ich auch. Ja, dann würde ich sagen, ne, wir bleiben erstmal stehen, bevor wir jetzt hier durch die Tür gehen. Nein, wir fahren jetzt gleich erst nochmal nach Scotland Yard, weil da geht es dann das nächste Mal weiter. Oder so, von mir aus. Ich mache auf jeden Fall schon mal meine Abmord. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Wir hoffen, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Wenn ihr da irgendwo... Ja, nee, obwohl, nee, wir müssen selber drauf kommen. Also ich... Da noch keine Tipps oder sowas in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr es vielleicht sogar wisst, weil das müssen wir selber aber rausfinden. Wenn ihr vielleicht andere Vermutungen habt als wir, weil wir wissen ja selber noch nicht, ob wir da mit den... richtig liegen, ja, das stimmt. Ja, das könnte genau. Man. Ja gut, das kann man machen. Aber ansonsten, naja, egal. Also wie gesagt... Den stecken wir auf jeden Fall nochmal ins Verhörzimmer. Ja, ah, da ist noch der Junge wieder. Rechts. Oder immer noch, ne? Ja, genau. Den können wir dann ja auch nochmal fragen. Wegen der... Vielleicht sollten wir den als Erste, wir sollten ihn als Erste vielleicht befragen, oder? Naja, gut. Schauen wir mal in der nächsten Folge. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Gerne kommentieren, bewerten und natürlich auch gerne kostenlos Abo dalassen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.